Nächste Rednerin ist die Kollegin Michelle Müntefering, SPD-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, die Generation meiner Großeltern, die kannte noch den grünen Daumen. Heute kennen die jungen Leute wohl eher den blauen Daumen, ich meine den Like-Button bei Facebook. Der steht nicht für die Umwelt, sondern für die digitale Welt. Und das ist Teil der Realität und des Lebensalltags geworden. Bestehen bleibt die alte Erkenntnis, Wissen ist Macht. Wir haben gehört, das Wissen, dieses Wissen, wird heute mehr und mehr über Daten generiert, die wir als digitale Fingerabdrücke im Netz hinterlassen. Das Wissen über Gewohnheiten, über Konsumverhalten, über unsere Vorlieben, über Beziehungen, Frau Künast, und über unsere Einstellungen. Es wird festgehalten, wie lange sehen wir uns eine Werbeanzeige an, wann kaufen wir ein, wo kaufen wir ein, wie viel Geld geben wir aus. Das meiste davon ist rechtens, vieles ist allerdings fragwürdig und manches ist schlichtweg illegal. Deswegen braucht es mindestens Aufklärung, die Möglichkeit des Einzelnen zu verstehen, was er gerade von sich preisgibt, und es braucht wirksamen Schutz bei Verstößen gegen unsere Datenschutzgesetze. Oftmals willigen wir ein, ohne wirklichen Überblick darüber zu haben, was in den seitenlangen Datenschutzerklärungen steht, weil wir davon ausgehen, dass im Internet Recht und Gesetz gilt, genauso wie in der ganz normalen, in der analogen Welt. Klar, wenn Sie im Internet was bestellen, dann brauchen die Unternehmen ihre Daten, damit es überhaupt bei Ihnen zu Hause ankommt. Aber wenn die Daten missbraucht werden, gegen unseren Willen, dann kann das unangenehme Folgen haben. Dann stehen plötzlich Ihre persönlichen Daten auf Webseiten oder landen bei kommerziellen Anbietern. Und wer von Ihnen geht denn schon zum Anwalt, weil er einen Versandkatalog oder Werbung zugeschickt bekommt, die er gar nicht bestellt hat? Fakt ist, nach derzeitiger Rechtslage ist es für einen Verbraucher kaum möglich und auch finanziell schlichtweg nicht zumutbar, gegen Datenschutzverstöße rechtlich vorzugehen. Nun mögen manche argumentieren, damit kann man ja wohl im Einzelfall noch leben. Ich bin damit nicht einverstanden. Und wenn dieses widerrechtliche Verhalten nun tausende Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, dann stellt das eine erhebliche Benachteiligung der Verbraucher gegenüber den Vertragspartnern dar. Und genau damit beschäftigt sich der Gesetzentwurf, über den wir heute sprechen. Die Verbraucherverbände sollen die Möglichkeit bekommen, auch bei Datenschutzverstößen zu klagen. Und das ist zunächst mal per se ein Gewinn für die Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Land, weil hier eine Lücke bei der Rechtsdurchsetzung geschlossen wird. Im Detail, Kolleginnen und Kollegen, da gebe ich einigen meiner Vorrednern durchaus recht, werden wir sicher noch einiges diskutieren müssen. Mein Vorschlag ist, lassen Sie uns aus dieser guten Vorlage gemeinsam ein sehr gutes Gesetz machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt erhält Dr. Volker Ulrich das Wort für die CDU.